Liebe Leute, unser guter alter Freund Blake hier hat sich seine Pauschalreise sicherlich mitunter etwas gemütlicher vorgestellt und ersteren professionellen Einschätzungen nachzuurteilen. Geht Safari tatsächlich ein bisschen anders. Aber wer sind wir, dass wir darüber ein Urteil fällen? Andere Länder, andere Sitten. Eine Frau ist inzwischen Zeit auch durchgebrannt. Also schreiten wir mal mit dem voran, was uns tatsächlich noch geblieben ist. Der treueste der treuen Freunde, unsere geliebte Kamera, mit der wir freudestrahlend in die Höhlen der Leidenschaft dieses doch zugegebenermaßen recht nervigen kleinen Vögleins vordringen. Beziehungsweise wieder aus ihr heraus, weil die Höhle ist ziemlich langweilig. Aber das nur am Rand erwähnt. Whee! Die Rutschen sind es nicht. So bleibt uns noch gar eine kleine Freude an diesen trüben Tagen. Bisschen besseres Wetter hätte auch sein können, aber das ist vielleicht an dieser Stelle mal unsere kleine Sorge. Oh! Die Treppen der Glückseligkeit, würde ich gerade sagen. Aber du interessierst dich eher für das schöne Flussbild, mein Freund. Warum zum Teufel musst du... Ich dachte, wir sind schon in der Nähe. Müssen wir jetzt noch über den See oder was? Holy shit, Alter. Vor 2 Stunden sind wir aufgebrochen. Da war das die Mine in quasi greifbarer Nähe, ja? Du hättest einfach nur noch mal kurz hüpfen brauchen. Und jetzt liegt plötzlich ein Kilometer weiter See zwischen uns und dem, was wir so zu begehren suchen. Wie zum Teufel komme ich hier vorbei an diesen 2 Zentimeter hohen Ästen, Freunde? Ich weiß es nicht. Werde ich es herausfinden? Oh Gott, sieht nicht so aus. Kann man hier hoch? Oh, komm schon, Blake. Ich bitte dich. Lass mich jetzt dich hängen. Wait. Oh. Moment. Moment. Ich habe nichts gefunden. Oder habe ich doch was gefunden? Bin mir gerade nicht so sicher, Freunde. Irgendwie verschwimmt mir ab und zu so ein bisschen die Realität. Habt ihr auch das Gefühl? Irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich in irgendwelche Schränke und dann passiert auf einmal sowas hier oder ich bin in irgendeiner Schule. Ja, für Baden ist jetzt in der Tat vielleicht wirklich die schlechteste aller möglichen Zeiten. Wait. Jungs, ich meine, ist das tatsächlich gemütlich? Darf ich auf euren kleinen Stirn bitte eine Kleckerburg kleckern? Oder wie man so in diesen Landen sagt, ja? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Warum willst du über den fucking See? Müssen wir nicht erstmal unsere Frau holen? Oder ist es jetzt egal mittlerweile? Haben wir jetzt auf die geschissen? Landeköpfe. Sehr erquickend. The lake smelled like chemicals and dead things. Tote Dinge. Mhm. Mhm. Das ist ja das erste Mal, dass das hier passiert. Wirklich sehr, sehr überraschend. Ja, der Lerneffekt wird irgendwann einsetzen. Da buchst du nie wieder so einen Scheiß. Apropos, wo muss ich eigentlich... Was ist das hier? Warum hat man die eingebuddelt? Sollen die mich warnen oder so? Da musst du schon ein bisschen mehr aufbieten, liebe Freunde. So leicht lasse ich mich nicht beeindrucken. Oder eventuell doch. Ich muss tatsächlich... Ihr wartet tatsächlich, dass ich da rüber gehe, oder? Oh, hell yeah. Oh, guter Sprung. Ja, klasse gemacht. Oh, fucking hell. Oh, da ist die Titanic, Freunde. Warum sind wir immer noch genauso weit entfernt? Mich verfolgt nichts, oder? Noch nicht. Irgendwann kommt hier was angesprungen aus der Ecke der fiesen Frechlichkeit, die ich wieder nicht einsehen kann. Oh, hell yeah. Ich setze keinen Fuß in dieses ekelhafte Kloakenwasser, das könnt ihr aber wissen. Nee, das könnt ihr euren Kindern anmuten, aber nicht mir. Ich komme aus zivilisierteren Gegenden und Tagen, wo man noch isst, was auf den Tisch kommt. Geht diese Mäkelei ja ein wenig auf den Sack. Das ist doch auch nicht schön. Meine, man kann sich ja wenigstens ein bisschen gemütlich machen, oder? Soll ich? Hi? Oh Gott. Ja, da wollte auch keiner mehr. Ja, lüften ist definitiv die richtige Entscheidung hier gewesen.
Ich muss sagen, ich kann diesen Gedankengang echt nachvollziehen. Ja. Gibt's hier irgendwas? Hab ich jetzt mal 2 Sekunden Ruhe? Ich kann's gar nicht glauben. Ist hier irgendwas, was ich einsammeln kann? Nee. Wenn wir so einen kleinen Pappbecher mitnehmen. Nur für den Fall, dass ich vielleicht noch irgendwo Picknick machen will zwischendurch. Oh, shit. Oh. Oh, never mind. Ich bin hier richtig. Oder gehe ich jetzt hier gerade wieder hoch? Zu meiner Verteidigung, ja? Ihr könnt nicht sagen, dass ihr hier nicht irgendwelche Geräusche gehört habt, die sehr, sehr schwer einzuordnen sind. Ich ignoriere das mal, kurzfristig. Was denn? Das da? Ist das eine Stadt? Was ist das? Was ist das? Errungenschaft freigeschaltet, Damaskus-Erlebnis. Oh ja, wo wir bei Pauschalreisen wären. Ich könnte ja eine Bewertung auf Trustpilot schreiben. Oh, die wird nicht gut ausfallen, das kann ich euch schon sagen. Ja, Aufnahmen ansehen bitte. Sofort. Tower. A radio tower or microwave relay. Richtfunkrelais. For a second I was dumb enough to think I might not die. Wieso? Also, ich meine, hat dir diese Radiostation jetzt so den Mut geraubt? Also, unsere Frau ist auch komplett vergessen, ne? Was ist jetzt? Wow, Radiostation. Dass ich hier 25.000 Mal dem Tod entrinnt bin und immer noch das Schicksal meiner Liebsten mir ungewiss ist, das ist, naja, kann man ja mal vergessen in der Aufregung. Oh, Mann. Hallo. Bin ich hier überhaupt wirklich richtig? Was ist das? Oh, eine Fackel, ey. Zum Glück. Bitte keine Taschenlampe. Wie komme ich denn hier weiter, Freunde? Oh, shit, das sollte ich eventuell nicht tun. Vielleicht soll ich mir einen anderen Weg suchen. Oder kann ich da rüberspringen? Oh, wirklich? Soll ich da wirklich rüberspringen? Nee, da breche ich mir einen Hals. Das mache ich nicht, ey. Nicht so. So endet es nicht. Ich spring von hier oben. ich glaube, es ist keine andere Möglichkeit, oder? Shit. Der Felsen der Einsamkeit. Was ist denn da unten? Oh, ich kann da runter. Oder komme ich daher? Es sieht ja alles so fucking gleich aus. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe da einfach mal runter, gucken, was die Jungs so treiben. Oder wie? Oder was? Ja, ich bin hier gerade hergekommen, ne? Komme ich da überhaupt weiter? Da komme ich überhaupt gar nicht weiter. Fuck. Okay, das ist jetzt ein bisschen awkward. Ich könnte natürlich auch von hier springen. Ich glaube, da unten war ich nicht. Da müsste ich hin. Ich komme ja aus dieser Richtung hier. Zumindest so weit funktioniert meine Orientierung noch. Okay, liebe Leute. Let's go. Ich spare hier mal ein bisschen Batterie. Geronimo! Hopp! Das war tatsächlich richtig. Ich habe mir nur die Hacken leicht angeknackst. Es sei mal zu verschmerzen an der Stelle. Ich sehe einen Scheiß, ey. Es gibt... War nur ich. Hab mich gar nicht erschrocken. Fand ich gar nicht gruselig. Oh Gott. Wirklich jetzt? Whee! Da ist einer. Oh no. Ich will doch nur ein bisschen Ruhe. Die Atmer sind wieder da. Alter, ist ja gerade vor was weggerannt? Ich hoffe, ich war's. Das rede ich mir zumindest ein, ja? Oh Gott. Oh Gott, lass mich rein, schnell! Leg mich, Alter. Hallo? Boah, ist das furchtbar. Ja, ja, ich lade mal nach. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo eine Batterie, so eine einsame. Die sehnt sich auch nach Erlösung. Und ich werde es ihr gönnen, mit Freuden. Hier können wir rein. Da liegt ein Zettel. Haben wir noch was Sinnvolles hier? Ja, eine Batterie. Gib mir das. Gib mir das sofort. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier die Scheißtür zu. Leck mich am Arsch. Das ist jetzt meine Ferienunterkunft. Hab mich selbst eingemietet. Herzlichen Glückwunsch. Nein, ich kaufe nichts. So.
Mark und Aaron, wenn ihr dies findet, kehrt sofort zurück zu Temple Gate und sagt Papa North, dass ihr Schrecken und Qualen sind, die meinem Glauben an Gott prüften. Ach, was Schrecken und Qualen? Ich weiß gar nicht, wovon die reden. Männer allein können sich denen nicht stellen. Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Gott rettete meine Seele. Oh, deine. Was war das jetzt für ein komisches Aufbäumen hier zu diesen Schalen? Hast du etwa Hunger, Blake? Ich könnte nicht nachvollziehen, warum du jetzt irgendwie Appetit verspüren würdest. Oh Gott. Hier kann ich mich verstecken. Oh Gott sei Dank. Oh, sie werden mich niemals kriegen. Sind viel zu dumm. Oder kleinwüchsig. Oder hässlich. Oh. Ey, hier wurde doch Snape ermordet. Von Voldemort, stimmt's? Wow, dass ich das noch live erleben darf. Komme ich denn jetzt dahin? Sag mal. Was muss ich machen zum See? Ist in Ordnung, alles klar. Oh, Mama Mia. Oh, bitte nicht ins Wasser. Nein. Alter. Mit der Zehenspitze war ich drin. Oh, hier? Wirklich, Dude? Das Floß? Denkst du wirklich, dass das eine gute die Idee ist? Echt jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, wir machen einen kleinen Abenteuerurlaub draus. Bevor die Leute hier zurückkommen, ja? Oh Gott, mach bitte ein bisschen schneller. Oh ja. Nice. Alles klar. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt ist nicht schön. Zumindest nicht hier. Kann ich überhaupt die Kamera? Oh, ich kann. Yeah. Das gute alte Einhandrudern, Freunde. Zufälligerweise habe ich meinen Ruderschein hier vorgemacht. Ich meine, man kann ja nie wissen. Muss ja auf alles vorbereitet sein. Bewegen wir uns überhaupt? Kommen wir überhaupt von der Stelle? Weißt du, was du da tust? Diese Fragen sollte ich eventuell öfters stellen. Oh Gott, schneller! Auch wenn man nicht unbedingt eine genügende Antwort bekommt. Schneller, schneller, schneller. Ich plätschere nur, ne? Ich bin das. Gott. Okay, ich fahre zu dieser Radiostation. Ich scheiße jetzt einfach mal auf die Minen. Kann meine Frau da rumgebären, wie sie möchte. Es interessiert mich alles nicht. Das Herz aus Stein. Ich muss jetzt erstmal da zum MDR-Funktower und mir die Sportnews reinziehen. Bin schon wieder völlig im Verzug. Oh Gott, Nebel. Ich wusste, dass das nicht gut endet. Das ist doch viel zu weit. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Schwimme ich überhaupt in die richtige Richtung? Komme ich überhaupt voran? Oder werde ich zurückgezogen gerade? Alter. Alter. Ah! The fuck? Ich meine, was ist passiert? Oh. Oh, Fische. Na, Fische sind in Ordnung. Solange es keine Babyköpfe sind. Ach du kriegst doch auch schon eine Macke. Hast du viel die Bibel gelesen? Hast du viel an Papa Noths Braten gerochen? Oh nein! Ungesund. Oh, I. Oh, ich kotze. I. Ich kotze gleich, ey. Oh. Okay, schwimm ein bisschen schneller. Oder Hunde paddeln. Hunde paddeln ist immer gut. What the fuck? Lass mich hier hoch. Lass mich hier hoch. Scheiße, Mann. Come on, come on, come on, come on. Los! Schwing deinen dicken Hintern da drauf! Das Floß ist. Das schwingt mega gut auf dem Wasser. Es ist mächtig stabil, das gute Teil. Und jetzt nichts wie weg hier. Oh fuck. Alter, was? Ist das wirklich passiert? Oder drehe ich jetzt durch? Der Charakter kann immer weniger zwischen Traum oder Rückblende und Realität unterscheiden. Ist euch das aufgefallen?
Das wird immer krasser. Das verschwimmt ihm alles. Und ich kann das selber nicht mehr unterscheiden, was jetzt echt sein soll. Das eben war es gerade definitiv nicht. Hier ist Land. Hier muss ich hin. Oh Gott. Dude. Strömung. Instabiles Floß. Eventuell keine gute Idee. Ich sag's nur. Oh, Scheiße. Oh Gott. Ach, wisst ihr was? Never mind. Dann machen wir eben eine richtige Rutschparty hier. Whee! Keiner kann mich aufhalten. Versucht's doch mal. Versucht's. Den Felsen soll es schon einmal gelungen sein, habe ich mir sagen lassen. Oh, yeah. Das ist amazing. Meine Performance lässt zu wünschen übrig. War sie mal besser? Ich glaube nicht. Ich kann das nicht steuern hier richtig. Das ist mir zu... Och, Mann. Das ist... Yeah. Ich meine... Hui. Go. Okay, Blake, jetzt reißen wir uns ein bisschen zusammen, ja? Wir geben uns Mühe hier. Du könntest doch auch einfach an Land gehen. Das ist doch schon da, an 5 Kilometer Entfernung. Au! Au. Da sind sie! Da sind sie! Schneller! Nicht so laut! Doch laut! Laut, ganz laut, ganz laut! Habe ich jetzt meinen Riesenhobel verloren hier? Shit! Oh ne, ich hab ihn noch! Yeah! Ha. Oh, die Ketzer! Okay. Ja, ich bin fast da. Ich muss mich noch durch zwei Schulen kämpfen. Dann ist sie in Sicherheit. Aber weiß er denn nicht, dass sie ein Baby bekommt? Ich meine, er sollte das wissen, oder? Oder hat sie das nicht von ihm? Ich hab's gewusst. Oh, Fackel. Nein. Shit. Kann ich hier irgendwas filmen? Was machen die denn da? Hier liegen überall Leichen. Wo er auch hingegen, pflasterten Leichen seinen Weg. Ist das im Preis inbegriffen oder müssen wir dafür extra bezahlen? Sag mal bitte. Wo habe ich denn hier meinen... Boah, ich habe so viel verpasst. Was? Was? Body so thick I could have walked across the water on my backs. It's almost funny. That's how you walk on water. Okay, ich mag diese Metapher jetzt nicht so. Darf ich bitte aufstehen? Ach mein Gott. Durch diese Brühe hier kannst du jetzt auch noch schwimmen. Also daran soll es jetzt bitte nicht scheitern. Oh Mann. Ugh. Einfach nur widerlich. Ich dachte, ich hätte das hier über die Reinigungsgebühr geklärt, aber scheinbar... Sollte man sich doch eher das Kleingedruckte durchlesen. Wo muss ich denn hin, sag mal? Muss ich jetzt noch weiterfahren? Come on, come on. Wehe, ich bin falsch, um dann im Endeffekt umkehren zu müssen. Darf ich bitte hier weiter, oder? Ich stecke fest. Ich will ja nichts sagen. Oh, nee, ich kann mich noch umdrehen. Wait. Ah, okay, ich muss doch auf die andere Seite. Fuck my life. Dahin vielleicht? Da sind doch nur Brocken. Oh, das geht mir auf den Sack, sag mal. Jetzt ruder zurück. Du Pausenclown. Komm, immer schön gegen die Strömung. Jawohl, ja. So lange, bis wir es drauf haben, wird geübt. Und dann schreiben wir einen Test. Eine tägliche Übung. Was wächst denn hier Schönes? Ah, okay, die Steine. Ich hab's ja gesagt. Wo können wir denn aussteigen? Hier nicht, oder? Ich bin hier nicht... Oh, das gibt's doch wohl gar nicht. Ich kann hier nicht. Ich kann gar nicht in diese Richtung. Doch, kann ich jetzt?
Das ist fucking abgefuckt, Mann. Okay, ich probier's doch nochmal hier durch. Und da es hier speichert, war das offensichtlich richtig. Ist in Ordnung. Kann mich die Strömung, die Gerechte, bitte jetzt an Land treiben? Ich bete auch und so ein Scheiß. Alles, was ihr von mir wollt. Oh, fuck yeah. Vielleicht doch lieber das andere Ufer. Wenn ich es mir so recht betrachte. Ich glaube, die illustre Fahrt hier ist noch nicht vorbei. Das nimmt noch ein ganz böses Nachspiel. Guten Hunger. Oh Gott, schnell weg hier. Über die ganzen Verrückten, Alter. Warum speichert das jetzt nochmal? Was hätte ich falsch machen können? Hätte der mich anjumpen können? Oh, bitte nicht. Oh Gott, schneller. Oh Gott, schneller. Leichte Nervosität macht's breit. Come on. Come on. Oh. Oh. Au. Du Idiot, du hast es doch kommen sehen. Okay, das war die Stille. Die vielmals gesuchte, oder? Komm jetzt, raff dich auf, tu dich so. Shit. Shit the raft. Ja, du fährst doch voll drauf zu. Was ist los mit dir? Och, mein Gott. Ja, machst du schon so eine Survival-Tour und dann hast du hier den Hardcore-Survivaler am Start, der nichts gebacken kriegt. Ist in Ordnung, Blakey Boy. Ist in Ordnung. Wir finden unseren Weg schon, ne? Wir gemeinsam. Mit Seth auf Achse. Das kann... Das endet nie im Desaster. Weg! Ich muss nur darüber kommen. Über diesen reißenden, gefährlichen Fluss. Hier! Warum? Das sieht doch aber ganz danach aus. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Hier irgendwo. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sollte eventuell einfach springen. Eventuell einfach springen, Seth. Oh, hier, hier, hier. Weiter. Da warten Kumpels auf mich. Ich sehe es schon. So einfach wird das nicht zum Floß zu kommen. Ich... Oh. Wo sitzen die Fliegen? Die sind sich noch nicht so ganz sicher. Ja, ja, film das mal. Das ist doch die ekelhaften von Resident Evil. So sieht es aus. Pfui Teufel, Mann. Pfui Teufel. Okay, was haben die uns zu sagen? A raft can't have gone far. Ja, ja. Killed as a warning. We're welcome. Ich fühle mich sehr willkommen. In Ordnung. In Ordnung, mein Freund. Man kann sich alles schönreden. Alle Missstände dieser Welt. Das sind Fische. Die sind mir angenehm. Boah, ich möchte eigentlich auch keine Fischleichen, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte, dass alles bitte lebt. Wir haben hier ein Vergnügen. Wo sind die? Alter, hier stöhnt was. Kann doch da nicht runtergehen. Okay, wie komme ich... Wait, wo ist das Floß? Das ist hier wahrscheinlich, um die Ecke. Ah, shit. Oder Moment mal. Ach so, wait. Ich muss da runter, ne? Weil da bin ich hergekommen. Da hat der Typ rumgestöhnt. Love set us free. Ich möchte einen Song schreiben. Okay, wo muss ich hin? Darf ich Sie bitte nach dem Weg fragen? Oh Gott. Wenn ich da runtergehe, dann komme ich doch wieder zu dem gleichen Mist da, oder? Ich bin doch da gestrandet, an diesem komischen Ast. Das nützt mir einen Scheiß. Also muss ich irgendwo anders hin. Verdammt. Au! Fucking hell. Oh! Ja? Yeah, komm!
Der mächtige Hulk ist erwacht. Und er hat seine Kamera mitgebracht. Und er ist stets auf Wacht, damit ihm keiner den Gar ausmacht. Hm. Etwas schlipperig. Hi. Oh, das, ja. Wir lächeln uns das Leben schön. Sieht es nicht anmutig aus? Okay, ich habe mich getäuscht. Sieht ekelhaft aus. Darf ich dich bitte abmachen, um an dein Seil zu kommen? Au, oh, nein, 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 das ist wieder ein ekelhafter Kaktus. Ganz schlechte Idee, Sef. Was sind das für kranke Geräusche, Mann? Oh. Freunde? Können wir bitte darüber reden, dass ich mein Boot zurück will? Ja, schnell! 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 Come on! Alter Schwede! Okay, jetzt in... Welche Richtung nochmal? Okay, in die wahrscheinlich. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein, nein, wir steuern direkt an dem Felsen vorbei. Yes! Gut gemacht, sehr gut gemacht. Bis zum nächsten Baumstamm. Ich habe Angst vor den Typen. Finde ich furchtbar. Die sind mir echt nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Vor allem nicht, wenn sie spitze Zähne haben und Waffen und so. Und sowas. Also was. Komme ich denn auch mal irgendwann irgendwo an? Wobei, eigentlich fühle ich mich auf dem Floß hier ganz sicher. Es ist schon fast gemütlich. Rundherum, das ist nicht schwer. Mr. Blake Langerman, würden Sie bitte nach rechts lenken? Danke sehr, schön gemacht. Wundervoll. Kriegst ein Bienchen. Musst keine Hausaufgaben machen. Oh, jetzt lenke! Du Affenarsch. Feuer frei. Nimm mal der Nase nach. Müssen uns vielleicht ein bisschen beeilen, weil es unseren Liebsten nicht so gut geht, inklusive uns selbst. Aber vielleicht hast du das auch schon selber mitbekommen. Oh shit, links oder rechts? Okay, dem Fluss lang, oder? Och, er lenkt aber auch nicht. Ich habe keinen Plan zu meiner Verteidigung, wie es ist, ein Boot zu steuern, beziehungsweise ein Floß. Ist das wirklich so kacke, wenn da möchte ich das nie in meinem Leben machen müssen. Außer ich muss. Also, ich meine, aber dann nicht gern. Ja, ja, ihr versteht schon, was ich meine. Okay, wir sind definitiv richtig. Oh, oh, nicht so schnell. Oh Gott. Aua. Das war die ganze Zeit noch so stabil. Was ist, what happened? Oh no. Was, sitze ich da jetzt auf diesem dummen halben Floß drauf, oder was? Was passiert hier gerade? Oh ja. Nach und nach lösen sich die Stämme meiner Zunft, Freunde. Wenn ich die wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich auch verabschieden. Oh, hier. Oh, okay, okay, okay. Woher wusstest du, dass diese Gewässer direkt dahin führen? Also ich... Oh, jetzt bin ich doch wieder bei der Mine. Ja, wenn du dich beeilen möchtest, dann könnten wir das ganz schnell herausfinden. Oh. Tja, dann, Dude, ich will dir eigentlich ungern die Wahrheit sagen, vor allem in diesem Moment, weil wenn man körperlich angeschlagen ist, verträgt man die Wahrheit psychisch eventuell auch nicht ganz so gut. Aua! Okay, bye. Ah! Oh Gott! I, was ist das? Was zum Teufel ist das? What the fuck? Oh! Was ist das denn? Oh Gott! Was? Bitte was?
Schwimmer! Ich meine... What? Ich komme nicht klar. Ich muss doch erstmal kurz mal gucken, wo ich bin. Aber ganz im Ernst. Wo soll ich denn auch hin, sag mal? Ich gebe mir ja schon Mühe. Das ist nicht Schwimmerbecken. Hier ist reingepinkelt. Möchte ja bitte nicht sein. Oh, shit. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ich suche mir schon meinen Ausweg hier. Oh Gott. Lass mich nicht im Stich. Bitte nicht jetzt. Hinter mir. Hinter mir. Raus. Raus. Nein. Ja. Gut. Da ist eine Leiter. Darf ich bitte durch die Tür? Wo ist das Vieh? Da ist der Exit. Darf ich hier auch raus? Oh Gott, warum nicht? Ach komm, so eine Schwimmpartie im Nichtschwimmerbecken hat doch keinem geschadet. Ey, what? Die könnt doch hier nicht reinspringen. Da brichst du dir an den Kopf. Finde ich aber nicht gut. Oh, die Auswahl ist schon schwer, Freunde. Wenn man die Wahl hat, dann geht man doch in das erwartbar saubere. Oh Gott. Oh Gott, kann mich hier verstecken? Yeah. Yeah. Gut zu wissen. Kann ich hier auch raus? Natürlich nicht. Okay, wo kommt das Vieh? Wann könnt ihr mir vielleicht auch beantworten? Oh Mann. Batterie? Nein. Batterie? Nein. Nur Kuhfladen. Möchte ich bitte nicht. Kann ich die reklamieren? Oh. Irgendjemand macht sich die Haare schön. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Mach hin mit dem Aufnehmen! Da! Ich will ja nichts sagen. Darf ich mir das jetzt angucken? Moment mal, so viel Zeit muss sein. Ihr habt gesagt, ich muss das rückwärts abspielen. Wie mache ich denn das? Gibt's da eine Taste für? Bild bewegen, auswählen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. R? Nee, auch nicht. Okay, dann eben nicht. Ja, Mensch, ist doch gut. Nein! Entschuldigen Sie, ist leicht übertrieben, ja. Gerade alles. Ist alles leicht übertrieben. Oh, ich möchte das nicht. Ich möchte hier raus. Warum gucke ich mir das überhaupt an? Was soll das? Was denke ich mir denn? Dass das schön wird oder was? Exit. Blockiert. Ach, fuck you, Mann. Ah! Oh Gott, der kommt! Reiner! Weh, du baulst! Kommt ihr wirklich? Sie redet von mir, oder? Sie redet 1A von mir. Ich bin das Monster. Scheiße. Verdammt, und jetzt? Okay, irgendwo da oben? Irgendwo hoch, hier hoch? Eventuell? Ich meine, ist ein ganz guter Sitz, oder? So einen Überblick kann man doch nicht verwehren. Shit, wo soll ich denn dann hin? Bitte verraten Sie mir den Ausgang. Fällt hier irgendwas von der Decke? Muss ich durch die Toilette? Das ist wirklich mein Lieblings. Oh, oh, Fußspuren. Oh, oh, ja, ja. Ich würde ja gerne, aber ich darf nicht. Vielleicht soll ich mir erst die Hände waschen. Eventuell geht's dann. Okay, die ist auf jeden Fall hier lang gelaufen. Die Frage ist, wo ist sie dann hin? Oh Mann. Komm hier nie wieder raus. Oh ey, ich quatsch mir echt gerade die Nervosität weg. Merkt ihr das? Ich hab so Schiss, dass das Vieh kommt. Ich möchte das nicht. Ich möchte damit nichts zu tun haben mehr. Okay, wo muss ich hin? Vielleicht nochmal ins Männerklo? Oh, nichts lieber als das. Oh, oh, Moment mal. Hier ist nur eine kleine, schicke Kabine. Aber da sollen wir auch nicht hin, oder? Oh, shit. Hat sich soeben erledigt, die Frage.
Wait. Oh. Ihhh. Ist das Vater North wohl noch? Ich wollte gerade sagen, hübsch war. Vertrauen Sie Gott. Und immer schön lächeln. Also, so ein bisschen missgestaltet. Also, ich meine, die Jünger Gottes, liebe Freunde, nach seinem Ebenbild geschaffen. Oh mein Gott. Ja, der, vor allem der. Hör auf mit diesem Kameraflackern. Finde ich nicht gut. Bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Oh mein Gott, nein! Mm-mm. Nein! Hui! Wah! Darf ich da jetzt trotzdem rein? Nein? Warum eigentlich nicht? Gehe ich halt hier rein, ist mir egal. Oder ich gehe nirgendwo hin, weil... Ja, fuck you. Och. Na, dann eben nicht. Oh, das ist, okay. Privatsphäre. Oh, alte Rechner. Was ist denn in euch gefahren? Sag mal. Da kannst du doch nicht die Schüler ausbilden mit dem Scheiß hier. Guck dir das mal an. Gehen ja die Augen kaputt von. Au. Oh ja, yeah. Warte mal. Non. Is worth. Lin. Mist. Ich komm nicht drauf. Shit. Okay. Kann ich das. Hab ich das abfotografiert? Oh, bitte ja. Ich möchte das vielleicht später mal lösen. Falls ihr auf irgendwelche Lösungswörter kommt, könnt ihr mir die auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe bis jetzt nur eins erraten. Scheiße. Was ist das für ein krankes Level, ey? Catholic School. Catholic. Wie auch immer. Wirklich jetzt? Jumpscare. Doch nicht? Okay. Frischluft? Auch nicht? Okay. Fuck! Was? Wo? Wo bist du denn? Fuck! Hier hoch! Ich komme schon, Herzchen! Ich bin unterwegs! Oder bin ich der... fünf Minuten noch! Wait. Oh yeah. Ach so. Oh Gott. Oh. What? Ich mein... Yeah. Okay, nein, du wirst es nicht wagen, da runter zu gehen. Was? Okay, Freunde, okay, wir sind an den Minen angelangt, es regnet Blut, alles normal, könnte Sonnenschein sein, ist es nicht, alles egal, wir schauen einfach mal, wie wir in der nächsten Runde uns schlagen und ob wir Lin befreien können und wie sich diese Story hier zusammensetzt und was das für ekelhafte, komische Monstergestalten waren im Wasser. Ich weiß es nicht, vielleicht könnt ihr mir es ja beantworten. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns. Bis dann. Haut rein und ciao.